Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yonder. Wir haben in der letzten Folge beschlossen, jetzt erstmal hier ein bisschen Düsternis zu beseitigen. Und das klingt doch nach einem Plan. Damit fangen wir gleich mal hier mit der Düsternis an. Das klingt gut. Haben wir hier Kätzchen. Und Sprungangriff mit dem Hammer. Let's go. Da hinten haben wir noch eine Schatzkiste. Das ist gut. Schwarzes Shampoo. Nice. Das ein oder andere Erz scheinen wir hier auch zu finden. Was sagt denn die Karte? Wo haben wir hier Düsternis? Wir haben die Düsternis, wo ich keine Ahnung habe, wo die ist. Und wir haben die Düsternis. Für die Düsternis brauchten wir 4. Das heißt, die kriege ich auf jeden Fall hin. Müssen wir nur kurz dahin rennen. Ist da was unter dem Dorf? Moment. Nein. Es sah so aus, als könnte da eine Höhle sein. Schade. Vergeudetes Potenzial. Aber ist da Erz? Da ist Erz. Das sehen meine Augen doch, wenn ich da... Guck mal, wenn da Kupfer ist, dann sehe ich das. Ja, ich meine wertvolle Materialien. Loot ist mein zweiter Vorname. Herr Loot Daro. So, hier, das können wir beseitigen. Brauchen wir sogar nur 2. Das hätten wir die ganze Zeit schon beseitigen können. Well. Hab jetzt natürlich wieder nicht geguckt. Gaulsamen. Hab jetzt natürlich... Das habe ich... Wow. Hast du dich versteckt? Zack, den Stein nehme ich natürlich mit. Ich guck mal ganz kurz, ob hier im Dorf jemand Seide verkauft. Das wäre natürlich... Ich meine, hier ist die Handelsgilde, ne? Da muss doch irgendjemand Seide haben, oder? Also ich hätte gern eine Portion Seide im Mac-Menü mit Coke Zero und... Stock. Kartoffeln. Aber das ist nicht das, wonach ich suche. Das ist auch nicht das, wonach ich suche. Mist. Da oben scheint noch was zu sein, was ich nicht erforscht habe. Da ist ein Fragezeichen auf der Karte. Die Frage ist natürlich auch, wie komme ich da hoch? Wie kommt der Daro auf den Berg? Da hinten ist auch was. Das sieht auch interessant aus. Vielleicht müssen wir auch einfach mehr Dörfer finden. Vielleicht möchte uns das Spiel damit... Vielleicht möchte uns das Spiel damit sagen. Das sieht cool aus mit den verschiedenen Farben. Holy shit. Das sieht verdammt cool aus. Fischlein, Fischlein, klein, magst nicht an meinem Haken sein. Ich glaube, das mag kein Fisch. Bist du zu dick oder zu schmal? Wenn du am Haken hängst, ist es egal. Bist du wegen des Angelwettbewerbs hier? Um zu gewinnen, musst du mehr Fische fangen als alle anderen. Habe ich tatsächlich gerade weniger Lust drauf. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich wollte eigentlich erstmal zu dem Fragezeichen da oben. Was haben wir denn hier? Okay, das ist nur eine interessante Felsformation. Weil hier oben ist noch ein Fragezeichen. Da, wo es blau leuchtet. Da, wo es blau leuchten tut. Da ist ein Fragezeichen. Ich will erstmal daneben dran alles looten. Loot, 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 loot. Loot, loot, loot. Was zum Geier ist das? Es ist ein Teleportpunkt. Woo! Nice. Wo sind wir jetzt? Am anderen Ende der Karte. Das ist cool. Glaube ich. Doch. Teleportpunkte sind auf jeden Fall cool. Jetzt
wollte ich mich hier eigentlich gar nicht so umschauen, aber unter uns scheint jemand zu sein, der Handel treibt. Oder in diesem Berg drin. In diesem Berg drin anscheinend. Denn es geht in den Berg rein. Da ist uns endlich mal egal, dass in diesem Spiel die ganze Zeit Nacht ist. Hier, guck mal. Ich will den Pilz. Und dann komm. Was handelst du denn? Dünger. Ja. Gut. Nehm ich mit. Dünger ist vermutlich recht nützlich. Vielleicht. Oh, schon wieder so eine Münze. So ein antikes Münzending. Wie ich. Altkönigreichsmünze hießen die, glaube ich. Keine Ahnung. Haben wir bis jetzt ja auch noch keine Verwendung für gefunden. Wahrscheinlich sind die auch einfach zum Handeln gut. Oder ist das V vielleicht das Symbol dafür und ist einfach ein Geld? Also eine Geldeinheit? Eine so eine Münze? Wenn ja, habe ich mich von dem Fischertyp voll übers Ohr hauen lassen. 5 Fische für eine Münze zu verkaufen. Dann hat er mich ja voll gekriegt. Da oben leuchtet was blau. Das heißt, da möchte ich vermutlich hin. Da hoch. Aber dann wollen wir erstmal hier das beseitigen. Da ist auch Erz, das habe ich auch gesehen. Wie viel brauchen wir? 4 Stück. Kriegen wir auch hin. Schwing. Siehe da, es ist mehr Loot. Rosa Shampoo. Dann schnappe ich mir da oben mal das Eisenerz. Oder Golderz, vermutlich. Ich habe gar nicht mehr... Warum habe ich nicht angezeigt gekriegt, was es für ein Erz ist? Uncool. Uncool Spiel. Und dann bewegen wir uns mal da hoch. Da scheint es... Da ist noch mehr Erz. Aber wir haben aber links unten auch eine Uhr, sehe ich gerade. Wo wir dann sehen, was die Tageszeit ist. Wir haben genug Geister, um hier durchzukommen. Wo führt uns dieser neue Durchgang hin? Jedenfalls ist hier eine wunderschöne Lichtung. Was schön ist das hier. Die Frage ist, was hat es mir gebracht? Anscheinend ja nicht. Hö. Ja, egal, war trotzdem schön. Außerdem kostet es ja nichts. Von daher nehmen wir das befreite Land an. Ich habe den Hammer nicht ausgerüstet. Toll! Gute Arbeit! Zum Glück weiß ich, wie Videospiele funktionieren. Es ist echt schön. Irgendwas piept da die ganze Zeit im Ohr. Was auch immer das ist. Mich interessiert ja der Berg da hinten. Allerdings weiß ich nicht, ob wir da schon hin sollten. Zock. Da haben wir schon eine Kiste aufgemacht. Das heißt, wir waren ja schon mal hier. Wann auch immer. Vermutlich in der Nacht, weil man da eh nichts sieht. Da hätte ich vermutlich schon am Endboss vorbeilaufen können. Wenn es hier sowas wie Gegner gibt. Keine Ahnung. Vermutlich eher nicht. So wie das Spiel hier aussieht. Würde mich das doch eher wundern, wenn dann plötzlich so ein brutaler Endboss kommt. Kari, dich kennen wir doch. Grasfüchse benutzen in kalten Winternächten ihre langen, buschigen Schwänze als Decken. Stimmt, es gibt ja auch Jahreszeiten hier. Wir haben nämlich gerade Sommer. Sommer ist jetzt so eine recht unauffällige Jahreszeit. Aber ich schätze mal, dass es dann im Winter schneien wird oder so. Da oben auf dem Berg ist ein Fragezeichen.
Sie ja im Moment ist wieder nur erkunden. Da oben scheint ein Teleporter zu sein, oder? Heißen diese schwebenden Steine Teleporter? Ja. Ah, hier sind wir. Kann ich jetzt auswählen, wohin ich teleportiert werden will? Nein, ich lande irgendwo. Oh, hier will ich nicht sein, glaube ich. Komme ich jetzt hier einfach wieder zurück oder lande ich jetzt hier am nächsten Teleporter? Nee, ich komme hier anscheinend wieder zurück. Also sind es nur... Ha, dann wird es knifflig, die Teleporter richtig zu nutzen. Okay. Wo haben wir denn, wenn ich jetzt die Karte benutze? Wir haben da Düsternis, dafür brauchen wir aber noch Geister. Wir haben da Düsternis und da haben wir auch Teleporter. Stein der Weisheit, finde die vermisste Mannschaft. Das klingt nach einer Quest, die wir machen können. Da ist irgendwas. Da ist auch ein Teleporter. Das ist natürlich die Frage, was wir als nächstes machen. Ich würde ja vorschlagen, wir schauen jetzt erstmal bei unserer Farm vorbei. Müsste ja hier irgendwo auf dem Weg sein, dann, machen wir uns mal... Ich will mal gucken, ob wir tatsächlich die Seemänner angezeigt kriegen bei der vermisste Seeleute-Quest. Heißt, ob uns das blaue Licht dann tatsächlich zu den Seemännern hinführt. Oder ob das blaue Licht uns nur zum Captain führt. Der halt gesagt hat, guck mal, wo die ganzen Seemänner hin sind hier, Schätzelchen, keine Ahnung, wo die... sind irgendwie durch die ganze Welt geflogen, als das Schiff explodiert ist. So, was hat denn die Farm produziert? Sehr schön, Kräuter. Jetzt kann ich die auch ernten. Ah ja, wie cool. Und hier drüben, was wächst da? Man weiß es nicht. Wir haben da oben noch Dunkelheit. Ich will ihn immer lila Nebel nennen, aber... Moment, war das das, wo ich schon war? Gib mir die Steine. Ah, du warst die... Von wegen Mimimi, meine Tiere sind weg. Wo ist hier der lila Nebel? Die Dunkelheit. Nicht der lila Nebel, also auch der lila. Ist der, kommen wir vielleicht von unterhalb da irgendwie rein? Ist da eine Höhle? Ich laufe mal unten am Berg entlang, um das auszuprobieren. Nee, sieht nicht so aus, nein. Wo soll dann hier lila Nebel sein? Dunkelheit, nicht lila Nebel. Ah, ich nenn's lila Nebel. Ist mir egal. Hasst mich dafür. Ich höre ihn doch auf den Kopfhörern. Ah, doch, hier geht's. Aber hier war ja das Spinnennetz. Hier war nicht das Spinnennetz. Hier ist... Okay. Das wusste ich. Das war mir bewusst. Hier geht's tief rein, wie es aussieht. Das ist... Oh, Schätze! Loot! Loot! Runde Zöpfe.
Aber hauptsächlich Schätze. Ich mag Schätze. So, und wo soll der Teleporter sein und wie kommt man dahin? Vermutlich muss man sich zu dem Teleporter von woanders teleportieren lassen, also zum Teleporter-Äquivalent. Um da hochzukommen. Keine Ahnung. Was machen wir jetzt als nächstes? Wenn ich jetzt... Ich wollte richtig ausprobieren. Wenn ich jetzt die Mission finde, die vermisste Mannschaft... Okay, der führt mich tatsächlich nur zum Captain. Im Dorf auf Hilfe stoßen. Dann machen wir das mal. Das ist zwar Hauptquest. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier machen. Und treibt uns ein bisschen vorwärts. Aber ich meine, so arg viele Optionen stehen uns im Moment eh nicht offen. Was wir jetzt groß machen können. Wir können da ein paar Quests machen, die wir offen haben. Die scheinen ja aber sowieso zumindest teilweise zufallsgeneriert zu sein. Was ist das für ein Dorf vor uns? Ah, das ist Goldsee. Ich drücke immer nach oben, wenn ich die Karte aufmachen will. Aber Moment, die Dunkelheit war ja... wo war die denn? Ah nee, die war hier. Wir sind... Moment, Herr Darrow lernt die Karte. Let's go. Oh, wow. Es war tatsächlich da. Das ist in die... Ich hab so kurz die Orientierung verloren. Kann ich hier... Komm, pflanz mal hier mal, keine Ahnung, was ist das? Wird bestimmt eine große Blume. Hoffentlich. So, habt ihr durch Zufall Seide? Ich bin immer noch auf der Suche nach Seide. Bleierz, Kupfererz, Dipfisch. Ihr habt keine Seide. Wo kriege ich denn Seide her? Ah! Auf jeden Fall geht's hier den Berg hoch. Was haben wir denn da? Da können wir doch rein. Da kommen wir rein. Loot? Loot, Loot. Loot, Loot, Loot. Geheimer Aufgang, oder? Aufzug! Yay! Hier euch will ich, da geht's lang. Hier scheint so eine... Was ist denn... Das ist eine kleine Höhle. Die Finsternis können wir auflösen. Hier ist wahrscheinlich wieder eine Hängebrücke, oder? Notfallpartyvorrat. Gemäher Festivalkomitee oder auch so. Der Notfallpartyvorrat. Festivalsaft. Blaues Feuer. Hooray! Wir haben den Notfestival-Vorrat. Wie doof. Oh, und dann können wir hier noch hoch. Ah, Kamera. Kamera. Die kriegen wir auch noch weg. Wasch. Noch eine Düsternis im Grasland übrig. Und die sehe ich auch auf der Karte. Die Frage ist, wohin hat uns das jetzt gebracht? Vermutlich einfach zurück. Also laut Karte ist hier ein Teleporter. Ja, das stimmt. Aber sonst, was bringt uns
das jetzt spielerisch, dass wir hier oben sind? Kriege ich die? Nein, wir brauchen noch einen Geist dafür. Sonst hätte ich jetzt alle Finsternisse hier gehabt. Wie doof. Uncool. Aber da unten scheint das Dorf zu sein, wo wir hin müssen. Ich will nur auf dem Weg dahin hier noch die Erzader mitnehmen. Doch das Spiel regt echt zum Erkunden an. Das finde ich super. Sowas mag ich ja immer total. Da unten scheint tatsächlich einiges zu sein. Vielleicht finden wir da ja auch noch Schweb. Den letzten Geist. Das wäre cool. Dann könnten wir hier im Grasland die letzte Dunkelheit, Finsternis, böses Waber-Ding. Dich kennen wir noch nicht, oder? Doch. Dich kennen wir. Und eine Katze. Und da hinten sind Erze. Mann, es ist... Ich nenne es Breath of the Wild-Syndrom. Ich gehe jetzt echt zum nächsten Dungeon. Oh, das sind ja Erze. Keine Ahnung, irgendwas. Da ist ja... Irgendwas, was uns im Spiel eigentlich nicht weiterbringt, aber das wir sammeln können. Und dann guckt man auf die Uhr und die Folge hat schon wieder Überlänge. Sehr gut. Freunde, ich würde sagen, das Dorf hier betreten wir dann aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.